So, auch von mir einen herzlichen guten Abend. Wie gesagt, mein Name ist Jan-Peter Anders vom IT. Giorgio Agugiaro konnte heute Abend leider nicht kommen, er ist verhindert. Deswegen werde ich heute Abend hier das Update geben. Und bei uns ist es tatsächlich wirklich ein Update, weil, wie die Sandra schon gesagt hat, es ist eine sehr kurze Zeit gewesen. Und bei uns in unserem Briefing ist es dann auch noch so gewesen, dass sich erst sehr spät wirklich jemand gefunden hat, der sich unseres Problems annehmen wollte. Und deswegen ist es wirklich ein Update. Ich habe noch nicht allzu viel zu zeigen, aber für die Leute, die das noch nicht gesehen haben hier im Raum, nur als Information eben, wo unsere Reise hingehen soll und was wir bisher schon durchgeführt haben während des Sommers. Ich glaube, ich habe 5 Minuten Zeit, also werde ich die Anfangsfolien durchaus ein bisschen schneller durchgehen. Das ist nur zur Information. Wir sind eben das Austrian Institute of Technology für das Forschungszentrum Salbersdorf. Und der Giorgio und ich, wir kommen aus dem Center for Energy und dort sind wir in der Smart City Gruppe angesiedelt, deswegen sind wir auch eben mit diesem Thema befasst. Und unser Problem, was wir immer wieder bei uns in unserer täglichen Arbeit haben, ist, dass wir mit sehr vielen Daten arbeiten, mit Stadtdaten, nicht nur in Wien, sondern in ganz Europa, teilweise auch auf der ganzen Welt. Und es gibt eben heutzutage verschiedenste Möglichkeiten, wie man mit diesen Daten umgeht. Was man hier sieht, ist jetzt eine 3D-Visualisierung, aber was wir benutzen, ist ein sogenanntes CityGML. Weil man das Problem in unserer Arbeit eben hat, es gibt verschiedenste Arten von Daten in der Stadt. Es gibt Zensusdaten, es gibt sozioökonomische Daten, Verbrauchsdaten für Wasser und Energie und so weiter und so fort. Und wir arbeiten daran, wie man das möglicherweise ein bisschen harmonisieren kann. Und danach dann mit diesen Daten dann besser arbeiten zu können. Und da kommt CityGML ins Spiel. Das ist praktisch ein Datenmodell. Leute, die schon mal was von CityGML gehört haben, denken da oft nur an 3D-Visualisierung, aber das ist nur ein Teil des Ganzen. Also es ist die 3D-Visualisierung, es ist die Darstellung, aber ganz wichtig sind dahinter auch die Daten, also eben Energiedaten oder eben diese Zensusdaten. Und das schaut dann so aus in der Visualisierung zum Beispiel hier in Wien. Wir haben von der Stadt Wien in einem Projekt zusammen mit der Stadt Wien die CityGML-Daten bekommen und können dann solche Karten darstellen, wo man zum Beispiel die Verbrauchsdaten der Gebäude in Wien visualisieren kann. Dann kann man zum Beispiel Modelle rechnen, man kann schauen, wenn man die Häuser jetzt renovieren würde oder eine thermische Sanierung machen, wie wird das dann in der Zukunft aussehen und kann das dann gleich visualisieren und darstellen. Aber wie eingangs schon erwähnt, kann man solche 3D-Daten auch dazu verwenden, um partizipative Prozesse in der Stadt durchzuführen, wie zum Beispiel eben auf der Manfredsche Straße, aber auch wie hier in Rom. Das ist ein EU-Projekt, was wir gerade machen, das heißt Smarticipate, wo das ein Teil der ganzen Plattform ist, was dann später dabei rauskommen soll. Das Projekt läuft auch noch, also das ist ein sogenanntes Mockup. Das heißt, man zeichnet auf, wie das Programm nachher dann ausschauen soll. Und wir haben hier in diesem Projekt das Problem gehabt, wie könnte man das möglicherweise noch ein bisschen besser machen mit den Bürgern, mit denen wir zusammenarbeiten. Also hier sieht man drüben diese Blöcke, das sind Häuser, die in Rom gebaut werden sollen, in einer alten Kaserne. Und mit den Bürgern dann zusammen zu diskutieren, kommt ein Kindergarten rein oder ist der zu groß, dieser Kubus, oder zu klein. Und wie könnte man das möglicherweise in einem Rahmen, wie man es hier sieht, das ist ein sogenannter Smartathon, das kommt auch aus unserem Projekt, wo man versucht mit den Bürgern zusammen das Programm schon mal zu gestalten, aber später in weiterer Folge dann in Wien oder in anderen Städten dann eben auch Planung in der Stadt zu machen. Und dazu bräuchte man dann eben unser Tool. Das ist eben, momentan kann ich mal zeigen, wie so eine 3D-Visualisierung aussieht. Ich hoffe mal, dass ich da auf den Browser unten komme, das sollte nämlich schon geladen sein. Ja. Hier sieht man so eine Szene von der Stadt Wien und das Ganze läuft wirklich nur in einem Browser. Also man braucht heutzutage keine Software mehr wie Google Earth zum Beispiel. Mittlerweile geht es alles dahin, dass man alles im Browser machen kann. Und man kann jetzt hier die Szene bewegen. Man hat hier oben auf den Häusern, das ist das sogenannte Solarpotenzial, was die Städte haben und in dem Fall die Stadt Wien. Das ist beflogen worden und dann kann man sehen, wie gut das zum Beispiel für eine PV-Anlage geeignet ist.
Man kann dann in dem Falle hier in unserer Applikation auch da draufklicken auf das Gebäude und bekommt dann Informationen, Metadaten dazu. Die Bäume, die man hier unten sieht, kommen zum Beispiel aus den Open Government Data von der Stadt Wien. Da sieht man die Größe, das kommt auch alles aus den Daten, also die Daten sind alle offen verfügbar. Und man kann das Ganze dann nachher eben in einem Browser gleich visualisieren. Das könnte man den Bürgern schon geben, können sie sich schon anschauen. Wunderbar, aber das ist der Ist-Zustand oder möglicherweise ein Zustand, wie er vor 3 Jahren oder wann das eben erhoben worden ist, gewesen ist. So, jetzt schauen wir, wo die Präsentation ist. Genau. So. Und, kommt schon, ne? Und das ist eben eine Visualisierung, aber in unserem Smarticipate-Projekt gehen wir dann zum Beispiel noch weiter, dann kann man sowas hier machen, das sind auch CityGML-Daten, diesmal aus Hamburg, wo man in der Szene auf das Terrain draufklicken kann und man bekommt die Information, ich möchte zum Beispiel einen Baum setzen und das System liefert mir dann Informationen zurück, ist es da möglich, einen Baum zu setzen oder nicht, sind da Kabel im Boden drin oder ist es zu nah an einem Haus dran und man kann später dann einen Schattenwurf für PV-Anlagen berechnen und so weiter und so fort. Also das ist der momentane Stand und jetzt war unsere Idee für unser Briefing sehr spezifisches, wo wir gesagt haben, es wäre doch eine coole Idee, wenn man den Bürgern die Möglichkeit gibt, dass sie ein Objekt aus Lego, aus Knetmasse oder aus Holz erstellen, ein Haus, was sie sich vorstellen oder einen ganzen Block, den dann einzuscannen und den wiederum dann in diese Szene reinzubringen, sodass ich dann nicht irgendwie anfangen muss, im SketchUp oder was zu zeichnen, mich mit 3D-Programmen auskennen muss, sondern ich habe wirklich dieses haptische Gefühl, das raus, das ist so, wie ich es haben möchte, setze es in die Szene rein, stelle es anderen wieder zur Verfügung und dann können wir in der Nachbarschaft darüber diskutieren oder mit der Stadtadministration. Und wenn ich dann so eine Szene habe, die mir gefällt, dann sollte man am Ende das Ganze wieder auf 3D ausdrucken können, wie da unten als Beispiel. Und das Modell, was ich dann habe, könnte ich dann wieder mit der Feile bearbeiten oder was absägen oder was dazu bauen und dann wieder einscannen und so weiter und so fort. Das war die ursprüngliche Aufgabenstellung, die wir gegeben haben. Und schlussendlich hat sich dann im Juni, glaube ich, war das, hat sich dann die FH St. Pölten gemeldet und hat gesagt, ja, wir haben auch ein Projekt, wo wir mit BIM-Daten, das sind Building Information Model-Daten, die wiederum Indoor-3D-Daten auch beinhalten, da haben wir schon sowas gemacht, dass wir in eine virtuelle Realität reinkommen und da könnte man dann was zusammen machen. Und dann war unsere Idee, dass man diese CityGML-Daten und diese 3D-gescannten Objekte, dass man die in diese virtuelle Realität bringt, dass man dann mit diesen Brillen da zum Beispiel dann sich das anschauen kann, dann die Häuser in der virtuellen Realität wie in einem Computerspiel angreifen kann, vergrößern kann und verkleinern und wenn das Ganze dann nachher passt, dass man das dann wiederum dann in dieses Browserformat bringt und das dann wieder zur Diskussion stellt. Das kann man dann wieder ausdrucken und so hätte man praktisch diesen Workflow, aber über ein weiteres Programm. Also das wäre praktisch die Idee gewesen. Das so schaut es dann im Endeffekt aus, das sind hier diese BIM-Daten, das wäre dann in unserem Fall eben CityGML-Daten, da hat jemand dann eine virtuelle VR-Brille auf und jetzt sind wir eben momentan in der Aufbauphase von dem Ganzen, weil jetzt war natürlich Urlaubszeit und wenn der eine da war, war der andere nicht da, wir haben Daten gesucht, das war auch ein bisschen schwierig, wir haben zwar die CityGML-Daten, aber andere Daten haben wir so weit noch nicht, deswegen sind wir momentan noch in der Akquise der Daten, evaluieren. Und was wir jetzt als nächstes uns vorgestellt hatten, das hätten wir gerne hier gezeigt, aber das ist sich mit der Zeit einfach nicht ausgegangen, wäre eine zusätzliche Möglichkeit, wie man das Ganze noch weiter erweitern kann, indem man die von der CityGML-Welt dann in die Indoor-Welt geht. Also in dem Falle zum Beispiel, dass man in der Schottengasse nach unten geht und dann in die Schottentor-U-Bahn-Anlage hineingehen kann in der virtuellen Realität und das dann praktisch auch noch mitnimmt, weil das würde sich auch anbieten, dass man das beides miteinander verkriegt. Also das als Innovation auch. Ja. Soweit von meiner Seite. Danke vielmals. Herzlichen Applaus.